Liebling, wir müssen uns austauschen. Diese Fäden kleben zu schwer. Hast du mehr frischen Nektar gesammelt für die Kinglore? Sehr viel, duftend und süß. Das wird ein Fest. Es geht nichts über die Klänge des Waldes, um den Kopf zu beruhigen. Priya, hab nen RDA-Ordner gefunden. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild von einem Ort. Ich seh ihn mir mal an. Oh, vielversprechend. Thank you.
Dürfen den Krieg nicht ignorieren. Ein Sturmgleiter ist vor kurzem in den Wald gestürzt. Weißt du, was los ist? Hast du unseren anderen Gast getroffen? Etua mag leichtsinnig sein, aber sie hat gute Instinkte. Du bist nicht der einzige Gast der Aranahe. Kokolope, sie besucht uns gelegentlich. Von wo, bleibt ein Rätsel. Wie du ist sie wagemutig, also nutze die Gelegenheit, sie zu treffen. Man weiß nie, wie lange sie am Ikran-Landeplatz bleibt, bevor das Abenteuer wieder nach ihr ruft. Ärger.
Oder träumst du wieder mit offenen Augen? Bitte hör jetzt gut zu. Was ich dir zu sagen habe, ist wichtig. Möchtest du bald zurück zum Heimatbaum? Müssen wir? Ich würde lieber noch etwas im Wald bleiben. Du bist Zarentu. Hallo. Danke, dass du mit mir gesammelt hast. Ich hatte Angst, wir würden Himmelsmenschen treffen. Der umgestürzte Baum. Dort sah Nauk den Menschen. Es hat vielleicht zu tun mit... So nicht. Vielleicht später. Aber was noch? Jemand ist gerannt. Schnell. Hat das Tablet verloren. Es hat vielleicht zu tun mit... Hier war jemand vom Widerstand, nicht von der RDA. Gut. Es hat vielleicht zu tun mit... Irgendjemand hat gegen den Baum getreten und das Nest ist abgerissen. Unklug. Ein Mensch vom Widerstand ist hergeflogen, hat gearbeitet und gegen den Baum getreten. Aus Frust? Das Tablet könnte...
brennt wie der Mond. Hell. Rund. Und kraterhaft. Und dein Lächeln ist eben ein Lächeln. Oh, das ist zu blöde. Sag, was du denkst. Gerade heraus. Sei einfach nur ehrlich. Gut. Du bist toll? Nein. Du bist fantastisch. Das kann jeder sehen. Aber für mich bist du so fantastisch, dass du meine... Was war das? Gut, das war... Vielleicht kennt Alex den Besitzer.
sollte etwas Nettes für Jin tun. Vielleicht neue Teile. Hast du dir mehr Schmuckstücke ins Haar gesteckt? So viele, wie ich kann. Weißt du noch, wie sehr Mercer sie gehasst hat? Er sagte, sie wären dreckig. Was meinte er damit? Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe sie immer wieder gereinigt, wenn er sie mir aus den Haaren gezogen hat. Und sie immer wieder zurückgesteckt. Meine Mutter hat sie einst so getragen. Ich will sie ehren. Ein Sarentu zu Hause braucht Sarentu-Traditionen. Ich bin unsicher, wie sich ein Zuhause anfühlt. Ich auch. Kaum zu glauben, dass wir so lange geschlafen haben. Aber Daylan ist glücklich. Nor versucht es zu sein. Und bist du es? Glücklich? Ich will unsere Ahnen durch Awa finden. Irgendjemand muss wissen, warum und ob sie uns verließen. Alles, was Mercer gesagt hat, wir müssen es rausfinden. Alma glaubt, Mercer plant etwas. Täglich trifft mehr RDA ein. Ich werde tun, was ich kann, um ihr zu helfen. Sein Scheitern wird mich glücklich machen. Wir müssen uns auf das einstellen, was uns erwartet. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich bin mal auf den frühen Harding reingerannt. Du meinst, richtig in Sira. Wähl weise. Lass dich nicht erwischen. Erst ging es allein um Unobtanium. Eindämmung für Materie, Antimaterie, Reaktoren. Solche Sachen. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit sein. Hey, was hast du für mich? Ein Tablet. Jemand von uns hat es verloren. Kannst du es reparieren? Autsch, wohl kaum. Ich fürchte, dieses Tablet braucht einen Priester, keinen Wissenschaftler. Du sagtest, es gehöre jemandem vom Widerstand? Ja, menschlich angesichts der Schuhabdrücke am Fundort und weiblich, wenn man der Audioaufzeichnung glauben kann. Sie wurde weit entfernt vom HQ aufgenommen, absichtlich. Ein weiblicher Mensch, nicht viele Optionen. Viel Glück. Du hattest recht mit Taylan. Ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe. Die tun so, als hätte Pandora endlos Ressourcen. Ich meine, die halten schon eine ganze Weile. Aber sie werden ausgehen. Warst du vor kurzem im Regenwald, Nalin? Ja. Ich war gerade in einem Feldlabor. Bin gerade erst zurück. Hast du was verloren auf dem Rückweg? Irgendein Gerät vielleicht? Sowas habe ich nicht dabei. Das Labor hat alles, was ich brauche. Wer kaum etwas bei sich trägt, kann auch weniger vergessen. Keine Zeit für Poesie, nehme ich an. Für Poesie? So, you're like...
Wir hätten fast... Wem könnte das kaputte Tablet gehören? Da hat sich jemand alleine rausgetraut. Also jemand mit Mut. Mit Stolz. Zu stolz, wenn Privatsphäre wichtiger als Sicherheit ist. Ich sollte mir die leeren Außenposten ansehen. Da liegt noch gutes Material rum, schätze ich. Ich glaube, das Tablet gehört dir. Nein, meins ist sicher in einem Spind weggeschlossen. Siehst du die Kratzer? Es gehört wohl jemandem, der nicht so achtsam damit umgeht. Wem könnte das kaputte Tablet gehören? Da hat sich jemand alleine rausgetraut. Also jemand mit... Anka, warst du vor kurzem im Regenwald? Nun ja. Ich bin Pilotin. Bin ständig draußen. Muss die RDA im Auge behalten, weißt du? Hast du vielleicht ein technisches Gerät verloren beim letzten Mal? Was? Sicher nicht. Dazu müsste ich schon ein Tablet oder so direkt aus dem Cockpit werfen. Mehr Ausrüstung? Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, zur Erde zurückzugehen. Hast du... immer noch das Walkie-Talkie von Mercer? Es geht nicht mehr. Ich will es einfach behalten. Keine große Sache. Nein, es überrascht mich nur. Das ist alles. Ich weiß, es ist jetzt alles anders und ich muss stark sein. Nur, ich habe immer... Aber wir müssen nicht alles von ihnen wegwerfen. Mercer wollte, dass Na'vi und Menschen zusammenarbeiten. Zusammenarbeit macht Wagnisse zu Erfolgen. Nur gemeinsam können wir ein besseres Pandora schaffen. Weißt du noch? Mercer ist Pandora egal. Und wir sind es auch. Tja, trotzdem arbeiten wir hier mit den Menschen. Noch immer gemeinsam für Pandora. Keine Ahnung, wie ich das alles wieder gut machen soll. Vielleicht geht das auch gar nicht. Hab den Flötenspieler gestern wieder gehört. Hey, Priya, warst du vor kurzem im Regenwald? Schön wär's, hab zu viel zu tun. Also hast du dort auch nichts verloren? Nur wenn es von meinem Schreibtisch gefallen und dann von selbst aus dem Hauptquartier gelaufen wäre. Ich habe dieses Tablet im Regenwald gefunden. Es ist also nicht deins? Garantiert nicht. Klingt, als würde dieses Tablet mehr rumkommen als ich. Ich
Ich sagte Gerät, nicht Tablet. Wie kommst du auf Tablet? War das Erste, was mir einfiel. Keine Ahnung. Meintest du dieses Tablet? Wo zur Hölle hast du das her? Ein Aranahe-Sammler führte mich zum Fundort. Was hast du darauf entdeckt? Audioaufnahmen. Warst du das? Verdammt! Lass uns woanders sprechen. Folge mir. Denkst du, die Leute vergeben mir? Ich hoffe es. Es kam raus, dass in dem Holz, das ich Jin gebracht habe, was... Es ist mir so peinlich. Ich habe den Ort extra gewählt, damit sich niemand meinen Unsinn anhören muss. Wie viel davon hast du denn gehört? Alles, aber ich behalte es für mich. Oh, alles? Na toll. Die Wespen fanden mein Gedicht jedenfalls sehr schrecklich. Oh, warum bin ich nur dorthin gegangen? Wie albern. Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich glaube, du hast an Liebe gedacht. Über Gefühle und solche Dinge kann ich wirklich nicht sehr gut reden. Ich wollte nur einen ruhigen Ort finden, um das alles zu verarbeiten. Man sagt, Liebe verleitet Dumme dazu, Dummes zu tun. Hätte ich nur darauf gehört. Selbst ohne die RDA und die üblen Zeiten, in denen wir leben. Weißt du, wie schwierig es ist, hier romantische Gefühle zu haben? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne umgebracht zu werden. Kann ich dir helfen? Nein. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber lieber nicht. Ich wollte meine Gefühle zeigen und habe in ein Wespennest gestochen. In ein echtes. Schluss damit. Vergiss es. Ich verdränge es einfach. Darin bin ich gut. Die RDA ist immer noch hier. Was, wenn sie beschließen, so ein ISV einfach auf uns zu landen? Dann würden sie viel von ihrem eigenen Zeug abfacken. Wie sind die anderen Navi? Entspannt oder mehr wie Solek? Ich dachte, du magst Solek. Tu ich, er ist toll, aber irgendwie distanziert, oder? Du und die anderen Sarentur sind cool, aber ihr wurdet von Menschen aufgezogen. Das ist anders. Ja, das ist es. Ich wollte nicht andeuten. Das war beleidigend, oder? Oh, sorry. Ich sollte einfach die Klappe halten. Stille Beobachtung, Priya. Du bist nicht zur stillen Beobachtung nach Pandora gekommen. Nein, ich wollte aus der Nähe außerirdisches Leben sehen. Ich kannte Navi nur von Bildern. Nicht, dass ihr Versuchsobjekte wärt. Als ich bei der RDA angefangen habe, war ich heiß auf ein Abenteuer. Als mir klar wurde, was die RDA hier wirklich macht, war ich gleich weg. Ich will etwas erreichen und Freundschaften schließen. Mit Navi. Manchmal fühle ich mich hier nutzlos, fehl am Platz. Ich weiß nicht wirklich, wie man mit Leuten spricht. Ich werde zu aufgeregt oder zu still, weißt du? Ich kenne das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Ja, tust du natürlich. Selbes Boot. Wir gehen gemeinsam dadurch. Wir sollten den Widerstand weiter aufbauen. Diesen Ort so schön machen wie zuvor. Ich frage mich, ob andere Clans gehört haben, was mit Mercer passiert ist.